So, Soundcheck. So, Soundcheck. Das war sehr leise. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Das ist besser. So, ihr Lieben, geht gleich los. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Frühzocken am Sonntag-Event mit der Phoenix Gaming Community, mit mir, eurem lieben Server. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen. Wir sind natürlich heute deutlich später als sonst. Wir haben es kurz nach 10. Dafür habe ich die letzten beiden Tage sehr schön ausgeschlafen und ausgeruht, trotz des Versuches immer Last Oasis zu zocken. Franz, egal, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist, grüß dich, Mr. Fleisch ist auch schon da, Roviel out hier, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gute Laune, euch geht's gut soweit, ihr seid gesund soweit, vor allen Dingen ist es viel wichtiger als alles andere. Ihr, eure Liebsten, eure nächsten Bekannten, alles andere ist vollkommen lax und vollkommen egal. Ui, ui, der Oldsteck ist auch da, hallo. So, ja, wir machen heute erstmal ein kleines Pläuschen, so ein bisschen Kaffee. Ein bisschen Tee, ganz gemütlichen Einstieg und sprechen über das ein oder andere Game und über die ein oder anderen Erschehnisse mal so ein bisschen, schließen das eine Kapitel auch relativ schnell ab und freuen uns auf die Dinge, die da kommen. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, danke der Nachfrage. Sagen wir mal so, sie war wieder auf dem Weg der Genesung, jetzt war sie wieder zweimal im Kindergarten. Und jetzt geht der ganze Kram wieder von vorne los. Erkältung, Schnuppen, Grippe, wie auch immer, ne? Ganz toll. Ui, Twitzi auch. Twitzi hat sich auch verlaufen. Sag mal, habt ihr alle kein Leben am Sonntag? Nein, ich freue mich, wenn ihr da seid, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten, schön, dass ihr da seid. Ich bin zu leise. Moment. Ich liebe bestimmt wieder irgendein Windows-Update. Irgendwie wieder ein Windows-Update. Der wieder irgendwo an dem Ton rumgegammelt hat. Und dann wieder alles verbummelt. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich gucke nach. Guten Morgen, Fatorek. Grüß dich. Ja, gebe ich weiter. Danke dir. Also, danke dir, danke dir. So. Da ist wieder alles gut. Dann müssen wir das hier wieder rüber regeln. So, dann machen wir das jetzt hier rüber und gucken mal, ob wir jetzt ein bisschen lauter sind. Einen wunderschönen... Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, was ist denn jetzt los, ihr Verrückten? Paddy, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Grüß dich, auch dir natürlich, einen wunderschönen Sonntag. Janza, Klamalotta, hey, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut, euren Liebsten soweit ganz gut. Ne? Lasst euch nicht ärgern. Du verrückte Nudel. Danke dir. Vielen lieben, lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt alle einen Kaffee oder einen Tee. Gönnt euch euer Zigarettchen, falls ihr Raucher seid. Ne? Wir werden heute ganz entspannt hier in den Tag einsteigen. Wir talken ganz kurz gleich mal über die ein oder anderen Games. Über die ein oder anderen Games, die uns leider jetzt verlassen haben, wo wir jetzt nur in Trauer, ne, hinterher weinen können. Crowdfunding, Geld ist weg, ne? Und warum ich mich darum nicht, sag ich mal, aus der Ruhe bringen lasse oder mein Hobby mir vermiesen lasse. Und ja, sprechen über das ein oder andere Game, was vielleicht kommen könnte, wird. Und über Überraschungen, über ganz besondere Überraschungen,
mit dem wir so nicht gerechnet haben. Und das machen wir heute, ihr Lieben. Genau das machen wir heute. Ja. Nobody 4040, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und übrigens, dein Website-Konto Nobody habe ich gerade freigeschaltet. Jetzt müssen wir gleich nur noch gucken wegen deinem Discord, dass wir das dann auch anpassen können. Ja, bei uns liegt immer irgendwas an, ja? Glaukom, auch dir einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Also nichts Dramatisches, also es ist ja nichts Dramatisches, ne? Es ist ja nur so, dass wir halt eben die ein oder anderen MMOs, MMORPGs spielen. Wir immer auf der Suche sind, auch nach neuen Projekten unter Aufbau bereiten. Und geplantes, investierte Gelder und so weiter sind dann halt eben durch Crowdfunding auf einmal weg. Aktuelles Beispiel, Chronicles for Valyra. Super ambitioniertes Projekt, tolle Ideen, eine Full Sandbox, Back to the Roots, Anlehnung ans Mittelalter und dann halt eben so aufgebaut wie Star Wars Galaxy, sag ich mal, ja. Wahnsinn, absolut toll. Natürlich wollen wir dabei sein. Natürlich wollten wir da einsteigen. Wir haben Ländereien gekauft, wir haben Geld investiert. Also ich habe Geld investiert und der Lestat, ja, und wollten dabei sein und wollten voll loslegen da und dann halt eben eine wunderschöne Grasschlacht für Phoenix aufbauen, mit Phoenix, für Phoenix, für alle, die Bock haben, in den Ländereien was zu machen, weil man muss ja nicht nur unbedingt Phoenix sein, um in den Ländereien zu spielen, ja. So wie es ein wunderschönen guten Morgen auch dir. Herzlich willkommen zu unserem Frühzocken am Sonntagstream. Schön, dass du da bist. Ja, und dann wollten wir das natürlich machen und tun und jetzt ist es leider so, die Gelder sind alle, die Gelder sind verbraucht, sie kriegen keinen Investor und haben das Spiel natürlich eingestellt. Das Problem, was die Spieler und Spielerinnen und die Baker alle jetzt damit haben, ist natürlich, das weiß man auch schon im September. Im Oktober, November und Dezember weiß man das auch. Das weiß man nicht erst im März. Na? Und das hat so diesen bitteren Beigeschmack und sorgt gerade für ein bisschen Shitstorm und natürlich auch für ganz viel Unmut und Wut und Trauer, wenn man natürlich halt Geld investiert hat und das natürlich futsch ist beim Crowdfunding. Also nur mal so vorab, wer Crowdfunding machen möchte, um halt eben in kleine Entwicklerteams zu unterstützen, wer da Bock drauf hat, der sich das finanziell auch leisten kann, ja, habt da keine Angst vor, passt auf, mit wem ihr es macht, wo ihr es macht, ne, ob das nun Kickstarter ist oder welche Plattform auch immer, völlig unerheblich, aber seid euch bewusst, das Geld ist pauschal erstmal weg, was ihr investiert, ist weg. Und es gibt einfach keine Garantie, dass die Games kommen. Und nun, so wie jetzt hier auch bei Chronicles of Valyra gezeigt, ist es weg. Und jetzt geht es natürlich los. Die sind gerade dabei, in Amerika überall Lawsuit aufzubauen. Und wie das genau die Terms da im englischen, amerikanischen Bereich heißen, weiß ich nicht. Gibt es einen extra Discord für, weil die sich halt betrogen fühlen. Nicht, es geht nicht darum, dass die Crowdfunding machen, sondern dass sie halt eben gewisse Regelbrüche neben Kickstarter verbockt haben und auch gewisse Defizite in ihren Umsetzungen haben und dass darüber versucht wird, halt jetzt was zu regeln. Ne? Und Xsolla ist ja der Finanzdienstleister gewesen. Xsolla, wie es auch immer heißen mag oder ausgesprochen wird. Die haben also jetzt halt eben massiven Traffic von zigtausenden Leuten aus dem amerikanischen Bereich, aus dem europäischen Bereich, die halt alle ihre Rückfragen und Rückbuchung haben wollen, Rückforderungen haben. Weil die sich betrogen fühlen, nicht weil das jetzt einfach so ist, wie es ist, ne? Geld ist weg, so sehe ich das zumindest, sondern weil die halt vermuten, dass es halt hier um einen tatsächlich groß angelegten Scam geht, der dafür sorgt, dass man halt nochmal tatsächlich über Weihnachten und Co. nochmal Geld generiert. Das ist jetzt so im Moment diese bittere Pille, die jeder im Hals hat, ob die sich bewahrheitet oder nicht. Ich sage jetzt einfach mal nein, ich glaube das nicht. Aber wenn, dann muss natürlich was passieren, das steht außer Frage. Ja, dann haben die Herrschaften definitiv ein Problem und dann sollen sie auch ein Problem haben. Aber das wird sich dann halt auch zeigen. Ne? So weit ist es. No. Nichtsdestotrotz, ja, so traurig das auch ist, so schade es auch ist, dass wir und ich und auch Phoenix dieses Projekt nicht machen dürfen und dieses Spiel nicht angehen können, weil es nicht erscheinen wird. Zumindest erstmal vorab. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen Multimillionär, der Langeweile hat und sich dieses Projekt dann kauft. Dann ist das schön. Mal gucken, was passiert. Und wenn nicht, dann nicht. Hallo Kuschin, grüß dich, einen wunderschönen Sonntag. Nun, jetzt kommen wir erstmal zu dem Fakt. Crowdfunding, Kickstarter-Kampagnen, wie auch immer sie alle heißen mögen, ja, ist eine Möglichkeit für kleine Entwicklergruppen, die keinen großen Publisher und so dahinter haben, um ihre Ideen zu verwirklichen und Spiele auf den Markt zu bringen. Und das ist ja schon in der Vergangenheit und auch aktuell sehr erfolgreich passiert.
in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt natürlich auch genauso viele Flops und Tops, wo die Sachen nicht so erfolgreich waren, dass es nicht geklappt hat. Entweder ist die Kampagne gar nicht zustande gekommen, oder aber es wurde dann halt eben doch während der Entwicklung eingestellt und das Geld ist weg. Futsch. Deshalb sage ich aber nichtsdestotrotz, ich mache es trotzdem. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Weg für die kleinen Gruppen immer noch der richtige Weg ist und gewisse Summen, sage ich mal, ich rede jetzt mal von 50 bzw. 100 Euro, das ist verdammt viel Geld, steht außer Frage, brauchen wir nicht drüber reden, bin ich aber immer noch in der Meinung, ist gut. Und wenn ich von einem Projekt überzeugt bin, dann investiere ich das auch. Dann mache ich das trotzdem. Das ist wie Videospiele, MMOs, MMORPGs, das ist mein persönliches Hobby. Und ich leiste mir das und ich gönne mir das und versuche zu helfen, in dem Fall, wenn ich von Spielen überzeugt bin. Ob die dann später immer noch so toll sind, wie sie geplant waren oder nicht. Und ich der Meinung bin, ey, boah, das machen wir, das haut rein, da geht was. Ja, das ist wieder noch was ganz anderes. Das wird sich dann halt zeigen. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung erstmal das, was ich mit meinen möglichen Mitteln dann halt, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, unterstütze. Und das lasse ich mir auch nicht malig machen, von nichts und niemanden und vor allen Dingen nicht von einem Spielbereich, der dann halt jetzt eingestellt wurde und halt eben so ganz komische Sachen gemacht hat. Nur mal so als vorab. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich schade für die Spieler und Spielerinnen von Phoenix, die mit uns zusammen an dieses Projekt geglaubt haben, eventuell also sich auch schon ein Game-Konto gekauft haben und Geld investiert haben. Ja, das ist eben richtig, richtig hart. Das macht mich auch ein bisschen mad und ein bisschen traurig. Ja, weil ich hab ein Projekt und eine Vision gehabt. Der Bonkermann hat ein Projekt und eine Vision gehabt. Wir haben zusammen das halt eben auch mit dem Lester zusammen dann halt eben bei uns kommuniziert und die Leute angefixt. So, und dann hat der eine oder andere schon vielleicht einen Game-Account gemacht wahrscheinlich und hat sich ein Game-Pack gekauft und hat halt eben 20, 30, 40 oder 100 Euro investiert. Und das finde ich super, super, super schade. Und ich hoffe, die Leute machen alle jetzt halt eben so einen Refund und probieren, um dass hier Geld wiederkommt. Umso später der Account angelegt wurde, umso besser ist es wahrscheinlich. Ja, ja Paddy, ich weiß nicht, hast du schon ein Package gekauft? Ich hoffe noch nicht. Ich hoffe, du konntest noch warten. Hi Shani, grüß dich. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserem Frühzocken am Sonntag. Wie gesagt, 10 Uhr ist normalerweise nicht meine Zeit. Normalerweise stehen wir schon 3 Stunden. Oder 2, 3 Stunden. Aber ja, ich habe die letzten Tage viel Last Oasis gezockt und viel geschlafen und viel mit der Familie gemacht. Muss auch mal sein. Wir hatten ja eigentlich vor, einen Daily Stream zu machen. Freitag habe ich nicht geschafft. Da bin ich eingenickert auf dem Sofa. Da möchte ich mich auch nochmal für entschuldigen. Ja, und Samstag gestern hatten wir tatsächlich ganz viel Real Life. Ja, und abends bin ich schon wieder eingenickert. Und dann erst ganz spät, weiß ich nicht, wann war ich denn hier? Ich glaube, ich war um 21 Uhr hier und habe mit New Eyes und Corruptus noch ein bisschen Last Oasis gezockt. Bis um 1 oder so. So, also, das ist jetzt so erstmal der Abschluss. Chronicles of Lyra, leider Rest in Peace. Tolle Idee, macht mich natürlich ein bisschen traurig, zum anderen auch wütend. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel, dass wir halt eben jetzt halt eben eine Idee vermarktet haben oder umgesetzt haben oder versucht haben, euch zu motivieren, mitzumachen und die dann jetzt so kläglich gescheitert ist. Das tut mir sehr leid. Und ja, ist halt eben sehr hart. Das Fleisch hast du natürlich recht. Das ist natürlich vom Konzept her, ne? Star Citizen bietet halt die Möglichkeit von kleinen Summen von 10, 20 Euro aufwärts bis gigantischen Summen, Grundpackages von 10.000, 15.000 Dollar. Ne? Star Citizen ist halt noch ein bisschen anderer Schnack. Da steht eine ganz andere Person hinter, ein ganz anderes Team hinter. Die Leute sind seit Jahr und Tag in der Gaming-Branche unterwegs, seit Jahr und Tag in der Filmbranche unterwegs. Die kennen sich aus, die wissen, was ist. Und den Leuten wird ganz anderes Vertrauen entgegengebracht. Deshalb sind es ja auch jetzt über 2 Millionen Citizens, über 2 Millionen Leute, die Geld investiert haben. Und ich glaube, sie sind fast bei 300 Millionen Dollar. Ne? Also das ist ein ganz anderes Schlagfleisch, also was ganz anderes. Und das, was die bisher abgeliefert haben, ja, bei Star Citizen, ist auch im Verhältnis Chronicles of Lyra so null negativ bis zu 500% mehr. Ne? Also das, was die Jungs da bisher geleistet haben und abgegeben haben, wenn man sich so ein bisschen mit Informatik auskennt und Game Design und Development und den ganzen drumherum, muss man einfach mal ganz klar sagen, das, was die da abgeliefert haben, ist einfach der Wahnsinn.
Ja, absolute Wahnsinn in sämtlichen Bereichen. Ne? Die erfinden da teilweise die Welt mit Mathematik neu, ne? Für die Probleme, die da gekommen sind. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, es dauert Ewigkeiten. Natürlich dauert das Ewigkeiten. Das, was sie da programmieren und entwickeln, ist einfach der Wahnsinn. Ja, das braucht halt seine Zeit. Ich hätte es auch schon länger gerne. Ne? Am besten morgen, wir können Star Citizen zocken, bin ich sofort dabei. Aber da müssen wir uns noch gedulden. Also Star Citizen ist für mich zum Beispiel auch ein persönlicher Highlight, weil ich stehe auf Chris Roberts und auf seine Games und seine Visionen. Und jetzt kann er mit Squadron 42 bzw. auch Star Citizen seine Vision und Dings mal umsetzen. Mal gucken, ob das klappt. Kitty, einen wunderschönen guten Morgen und grüß dich. Auch dir einen schönen Sonntag, dir und deinen Liebenden. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und mir geht es soweit gut. Ja. Aber gut, kurzer Abriss zu Star Citizen, da wollte ich heute gar nicht hin. Eigentlich wollte ich heute zu ein paar anderen Sachen nochmal machen. Also, das, was wir jetzt hier für uns erstmal in den Fokus rücken an Gameplay und Co., ist New World. Wir werden in New World weiterhin rekrutieren. Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass wir Mitspieler und Spielerinnen rekrutieren und werben. Wir suchen weiterhin auch noch Leute, die Bock haben, mit uns andere Projekte anzugehen, wie Crowfall Online, Camelot Unchained und gerade ganz besonders und interessant aktuell, wovon ich ganz, 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 ganz persönlich überrascht bin, Ashes of Creation. Also bei Ashes of Creation bin ich ja auch im Crowdfunding und unter finanziellen Unterstützung mit drinne. Schon ganz früh, 2018. Ja, ich glaube 2018. Und habe auch gedacht, okay, eierlegende Wollmilchsau, die wollen alles, die können alles, die machen alles. Das wird auf jeden Fall Ewigkeiten dauern, bis mit Ashes of Creation. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so schnell was kommt. Das ist erstmal nur heiße Luft. Ja, heiße Luft und nichts passiert. Und das war so, ich so, ja, schauen wir mal. 2022 kann man dann Ashes of Creation spielen. Jetzt haben die eher so der Vorab-Version, so eine Early Alpha One-Version abgeliefert und gezeigt. Vorgestern im Stream. Warte, gebt mir kurz eine Sekunde. Suche ich raus. Und lasst euch dann, hau ich gleich den Link rein. Gebt mir kurz eine Sekunde. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Weil die haben mal abgeliefert. Die haben aber sowas von mal abgeliefert. Wahnsinn. Also absolut Wahnsinn. Gucken wir gleich mal rein, Franz. Das kenne ich noch gar nicht. So. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? News, ja, ich dachte das. So, genau, den wollen wir haben. Den kopieren. So. Ob man es nun glaubt oder nicht, ja. Man ist ja skeptisch, aber wenn man sich das Video anguckt von Ages of Creation, ja, von den Machern von Ages of Creation und ihrem Alpha One Early Preview, ne, für die Backer, für die Level 1 Backer und so, das ist, ja, alter Falter. Da muss man mal sagen, Respekt. Die haben richtig abgeliefert und ich freue mich drauf, weil das ist wieder der Beweis, es geht auch anders. Ja? Es ist halt noch eine andere Möglichkeit. So. Dann machen wir mal ganz kurz das Medieval Dynasty. Da gucken wir mal ganz kurz rein, was der liebe Franz uns da zeigen möchte. Nee, das kenne ich noch gar nicht. Das kennen wir ja noch gar nicht. Ist das ein Multiplayer? Das ist aber kein Multiplayer, oder? Ich würde sagen, aber es ist auf jeden Fall interessant. Wenn man so, ne? Kann man, wenn du Standbild hast, Franz, dann musst du einmal F5 drücken. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Weil hier, ich bewege mich. So, also wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, guckt euch den Wink zu Ashes of Creation an. Es lohnt sich. Also dafür, dass das halt eben eine Alpha One ist, also die Early Preview dazu, sehr beeindruckend. Guckt, achtet mal genau auf die Dörfer, auf die Nodes, ja, auf das Housing, was drin ist, auf die aktuellen Animationen und Skill-Effekte, auch gerade bezüglich Heal, was zum Beispiel Anguna und ich so ein bisschen gefeiert haben, unabhängig voneinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, so muss ein Preview zu einer Alpha-Phase aussehen, zum Einstieg. Ganz ehrlich, so muss das aussehen. So und nicht anders. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und deshalb bin ich da so ein bisschen, überbrücke ich damit meine Trauer ein bisschen zu Chronicles of Elyra. Und ja, okay. Dieses Medieval Dynasty als Singleplayer für zwischendurch und sowas Hausbauen. Echt super interessante Sache. Sieht spannend aus. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber da es Singleplayer ist, ist das auch kein Wunder, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Deshalb habe ich das nicht so im Fokus, ne? Weil ich mich ja eigentlich nur um die Multiplayer kümmere. Ich bin ja so ein kleiner, ne? Ich bin ja so ein kleiner Verrückter. Ich brauche ja immer die Interaktion mit euch, mit Menschen, mit Mitmenschen, mit Mitspielern, mit der Community und so weiter. Ja, was machen wir heute noch ein bisschen? Also neben Smalltalken und diese Game Talks, wo wir noch nicht fertig mit sind, werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir eventuell Last of the Aces zocken können. Die Jungs von der Truppe von Last of the Aces, die Donkey Crew, reißen sich auf jeden Fall übers Wochenende den Arsch auf, muss man mal ganz klar sagen, um hier ein Backend-Server-Problem in den Griff zu kriegen und was da noch aufgetreten ist, womit sie nicht so gerechnet haben und beeindruckend. Also ganz großen Respekt an die Truppe. Natürlich wollen wir alle spielen und Spaß haben und sind mit Sicherheit alle angepisst, dass wir nicht spielen können. Das Spiel lohnt sich aber. Also wenn man spielen kann und denkst, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Ding hat Potenzial und es ist unglaublich lustig gemacht, mit diesen Walkern dann rumzulaufen und so. Eine sehr spannende Sache. Auch gerade bezüglich PvP könnte das sehr lustig werden später. Und es ist riesig. Ne? Aber aufgrund der aktuellen Connectivity-Probleme und Server-Probleme ist es halt so mit dem Spielen immer ein bisschen schwierig. Wenn du Glück hast, man kommt rein, ist denn drinne und dann hat man so, ey, Glück gehabt. Ne? Denn ist schön, aber man hat halt eben keine Garantie dafür. Ja, was haben wir noch auf dem Schirm? Aktuell ist es so, es gibt ja noch andere Sachen. Ja? Ich weiß ja nicht, der eine oder andere ist ja schon älter, ne? Der hat ja ein älteres Semester, der kennt ja noch Spiele wie Ultima Online. Ja? Und wenn man so Spiele wie Ultima Online mag und kennt, gibt es im Moment so ein, zwei Dinge, die sehr spannend sind. Das ist einmal das, zum Beispiel das Fractured. Das Fractured MMO ist ein italienisches Entwickler- und Publisher-Team. Das ist, die haben halt eben sich da zur Aufgabe gemacht mit Spatial OS, ein riesiges Reich aufzubauen von drei Planeten mit drei Fraktionen, also unterschiedlichen Rassen, also Menschen, dämonischen Rassen und Tierwesen, die untereinander halt eben sich bekriegen, bekämpfen oder auch Handel treiben mit Housing, mit Sandbox-Skill basierend. Also es ist sehr, sehr spannend, sehr interessant. Kann ich jedem nur mal empfehlen, ab und zu mal sich ein paar Videos reinzuholen, das mal auf dem Auge zu behalten. Und, was noch ganz witzig ist, ähnliches Genre, ähnliches Setup. Aber meiner Meinung nach noch ein bisschen spezieller ist das hier. Saga of Lucemia. Das ist auch noch mal so eine Perle, wo man sich mal so ein Auge drauf werfen sollte. Das Problem ist immer bezüglich der Grafikanforderung, bezüglich Grafikstyle, Grafikanforderung und das View. Viele mögen diese Vogelperspektivenansicht, die Draufsicht überhaupt nicht. Die möchten dann halt dieses First-Person- oder Third-Person-View haben. Und von oben, wie beim Tabletop oder bei den normalen Spielen, wie hier Diablo und Co. Und das mögen viele nicht. Deshalb ist es immer sehr speziell, sowas als MMORPG zu vermarkten oder umzubauen. Und mich stört es eigentlich nicht so, wenn das Spiel halt gut gemacht ist, ne? Zum Beispiel jetzt Lost Ark ist jetzt nicht unbedingt warm, ne? Aber es ist interessant, es ist spielbar, es macht Laune, hat auch so ein View von oben und sowas und es lohnt sich. Ne? Project TL, was kommt, genauso. Ne? Aber es sind immer so zwei Dinger, die noch sehr mal interessant sind.
nicht gleich losgehen und Crowdfunding und Geld investieren, ihr Lieben. Haltet euch zurück, bleibt entspannt, aber haltet die Games mal im Auge, guckt sie euch an. Ja, ne? Kommuniziert mit. Ich bin der Meinung, das wird auf jeden Fall nochmal, sind so mal zwei Dinger, wo man eventuell mal richtig Spaß haben kann, ja. Tja, und dann warten wir noch auf so Sachen wie einen Shooter, ne? Plan 8 zum Beispiel. Plan 8 als Shooter. Ach ja, das schauen wir mal. Mal gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Ja, das ist so erstmal das, was jetzt so hier passiert. New World ist das nächste große MMO, kommt am 26. Mai. Dafür rekrutieren wir, dafür suchen wir. Wer Bock hat, bei uns einen Bereich mit aufzubauen, zu leiten, meldet euch. Kommt in unseren Discord, sprecht uns an, ja, helft mit. Umso mehr, umso besser, ne? Arbeitsteilung, Arbeitslastverteilung, aufbauen, mitwirken, soziale Kompetenzen ausbauen. Das ist das, wo wir hinwollen. Und mit euch und mit uns gemeinsam, ja, klappt das auch. Und unsere Ziele sind halt, dass wir für Crowfall, sag ich mal, ihre 30, 50 Spieler zusammenkriegen, die aktiv das Spiel bespielen und Spaß haben. Aegis Craft Creation genauso. Ne, Camelot Unchained ebenso. Weil ich kann nicht alles spielen. Ich meine, ich habe sie zwar alle und werde auch überall reinkommen oder überall streamen. Aber aktives Gameplay ist dann halt noch ein bisschen was anderes. Und deshalb kann ich auch nicht alles alleine leiten. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Manpower, ihr Lieben. Also wir wollen jetzt die Frauen hier nicht ausschließen. Das, so ist das nicht gemeint. Ja, das ist also erstmal das Game Talk für heute, für Sonntag. Wo es hingehen soll, lassen wir uns mal überraschen. Wir werden auf jeden Fall heute weiter die Daumen drücken, dass wir noch ein bisschen Last of Aces zocken können. Aktuell sieht das aber schlecht aus. Aktuell sieht das, glaube ich, sehr schlecht aus. Weil sie haben immer noch nicht... Gibt es was Neues? Gucken wir mal. 4:26 Uhr. 4:26 Uhr haben sie einen neuen Fehler gefunden. Okay. Das Connecten verhindert. Och nö. Ja, dann wer. Einen wunderschönen guten Morgen, Kusi. Grüß dich. Crusader V ist auch am Start. Ja, was geht? Nicht viel, ne? Wir machen unseren Frühzocken am Sonntagstream. Ganz entspannt. Ein bisschen Smalltalk über die Games. Über die Games, die eingestellt wurden, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Die möglichen Highlights, die jetzt noch anstehen, aus denen was werden könnte. Und dann schauen wir mal weiter. Und gleich werden wir ein bisschen, denke ich, ein bisschen ballern, weil Last of Aces nicht läuft. Ja, heute ist schon Sonntag. Was mit Star Citizen? Star Citizen ist schön, haben wir ganz viele bei uns, die da interessiert sind und die auch Bock haben und auch Crowdfunding betreiben. Auch exzessiver betreiben. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Aufgrund der eigenen Interessen und des eigenen Accounts, genauso wie EOKati-Accounts und so. Nee, ich war noch nicht auf dem Testserver von Crowfall. Will ich auch gar nicht. Ich warte, bis es live ist. Ich werde mich genauso überraschen lassen wie meine Viewer im Stream dann. Das ist dann so ein gemeinsames Doing und Feeling, wenn es live geht, zusammen dann zu gucken, oh hier, jetzt geht's los und was haben wir geändert, was sieht neu aus. Das möchte ich mir vorab gar nicht nehmen. Ja, das hoffe ich, dass der ganz interessant ist. Ich hoffe, dass es genau das ist, was ich später spielen möchte, mit Crowd Control und so weiter, Mesmerize und Co. Buffen, die buffen mehr oder weniger. Schauen wir mal, ob es das ist, was mir liegt oder wo ich hin will. Aber wie gesagt, wenn nicht, dann nehme ich wieder was anderes. Da bin ich recht leidenschaftlos. Jetzt werden wir gleich mal testen, ob Last of Elfen es vielleicht uns reinlässt. Wenn es uns reinlässt, werden wir das jetzt zocken. Wenn uns das nicht reinlässt, werden wir gleich eine Runde Call of Duty Warzone zocken.
Und ich muss mal ganz ehrlich was sagen. Epito, einen wunderschönen guten Morgen, auch grüß dich. Nur mal so als Idee, ne? Ganz ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel alle Stricke reißen würden, weißt du, worauf ich richtig Bock hätte? EverQuest 2. Ganz ehrlich, eine nette, spannende Truppe aufbauen. Nur ein paar hier 15 Leute oder so. Zack, nochmal back to the roots. EverQuest 2. Sich aussuchen, welche Fraktion, sich aussuchen, welche Rasse, eventuell Verräterquest machen. Und dann einfach mal den Content in EverQuest 2 nochmal genießen. Bis New World kommt oder was auch immer. Das wäre jetzt auch nochmal so ein voll der Brüller gewesen, ey. So. Wohlgemerkt halt in dem Fall dann halt nur den PvE-Content hauptsächlich. So klassisch. Klassisch EverQuest 2. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Dann drückt man jetzt die Daumen, macht mal Trommelwirbel, drückt mal die Daumen, dass wir jetzt in Last Oasis reinkommen. Wenn nicht, wie gesagt, zocken wir gleich ein bisschen Warzone zur Entspannung. Oder wir gucken mal hier in Farming Simulator rein oder sowas und fahren eine Runde Trecker. Ja, die Jungs hier von Donkey Monkey Co. oder wie sie jetzt genau, wie heißen die jetzt eigentlich? Genau, mal ganz kurz nachgucken. Ey. Wie heißen die Kerle jetzt hier eigentlich? Wie heißen sie? Community Hub Shopseite. So. Genau, Donkey Crew nennen sie sich. Wenn ich mich nicht irre, Donkey Crew ist ein polnisches Unternehmen, ne? Oder? Ist das ein polnisches Unternehmen, die Donkey Crew? Ich glaube ja. Gucken wir doch mal eben schnell nach. Also die tun mir auch ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, polnisches Unterwicklungsunternehmen, genau, das sind sie. Richtig, und die haben Mountain Blade Mod gemacht und auch recht erfolgreich und auch mit beeindruckender Leistung und Qualität. Das ist halt ihr erstes eigenes Spiel. Warzone buggt und blackt bei dir, EP. Müssen wir mal gucken, Ebi. Vielleicht kann ich dir da helfen. Es gibt ja so ein paar Kniffe und Tipps und Tricks, dass es eventuell wieder bei euch läuft oder bei dir läuft. Aber wir protesten das gleich mal. So, wenn das so ist, dann können wir halt eben keine Warzone spielen. Dann werden wir uns eine Alternative suchen. Von einem Wunder. Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja nun genug Survival-Games, Survival-MMOs, was weiß ich nicht, dann spielen wir, was weiß ich nicht, hier Conan Exiles, Scum, ach, irgendwas finden wir dann schon, ne? Oder Detroit Become Human, fange ich vielleicht doch mal mit dem Singleplayer an und quäle mich da durch, oder spielen da quälen, das ist ja lustig, das wird ja schon lustig werden. Mit quälen hat das ja nichts zu tun. Die Patchdowns habe ich noch nicht so gelesen zu Warzone, nein. Im Moment hatte ich halt eben den Fokus auf Last Oasis. Weil aufgrund der Sandbox-Styles, des Crafting-Struktur, was nicht ganz so umständlich und korrekt wie bei Liv oder auch bei Ark, aber trotzdem eine gewisse Tiefe bietet und dem aktiven Gameplay, der Grafik und Sound, super geil gemacht. Ist doch gut. Muss man sich ein bisschen mehr anstrengen, ne? So, ne. Also Last of Us geht leider noch nicht. Kommen wir nicht rein, leider.
Gucken wir mal, was wir noch sonst so spielen könnten gerade. Was haben wir denn hier? Absolver. Payne, einen wunderschönen guten Morgen, grüß dich und danke fürs Einschalten. Und der Schütz, von wem redest du denn jetzt? Jetzt haut er aber auf die Kacke da. Auch dir einen wunderschönen Sonntag wünsche ich. Ich hoffe, ihr seid soweit alle gesund und munter. Euch geht's gut. Das ist das Wichtigste. Euch, euren Liebsten, Freunde, Bekannte, geht es gut. Ja, im Allgemeinen ist es so, dass ich wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, in den nächsten ein, zwei Wochen immer weniger zum Zocken kommen werde. Ich werde dann zocken, dass ich abends auch immer mal den Stream anschmeiße, so oft es geht. Dann wird es wahrscheinlich immer nur noch 2 Stunden gehen. So ein bisschen Feedback, Abriss, ein bisschen Fun Gaming. Viel mehr wird da nicht passieren, vermutlich. Weil ich werde wahrscheinlich immer mehr arbeiten müssen. Hallo? Das hier und so? Platinblond, verstehst du? Jedes einzelne Haar wird extra per Hand gefärbt. Deshalb ist der auch so wunderschön weiß. Aber ich werde mir jetzt meine Schermaschine selber kaufen. Ich muss wieder glatt, ich habe schon wieder Locken und das geht gar nicht. Nur wieder rasieren. So. Wie dem auch sei, ihr Lieben. Wir wollen jetzt mal gucken. Der Epi hat gesagt, ja, Warzone hat Bugs. Wir warten jetzt erstmal ab noch. Mich müssen und dann halten wir uns noch. Der lädt nämlich gerade diesen speziellen Shader runter. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, wir warten jetzt drauf. Liebe Zuschauer, liebe Community, liebe ne, Mitwirkenden. Einfach, ihr seid einfach die Besten, davon mal abgesehen. Wir warten eigentlich darauf, dass wir Last of Aces zocken können, weil es macht einfach richtig Laune, ja. Und für 20 Euro, denke ich, ist das ein fairer Preis, den die Jungs und Mädels da auch ordentlich verdient haben. Der Beweis dafür, dass es denen wichtig ist, sieht man daran, dass die halt eben durchmalochen, wie die Irren, ja. Seit Freitag, seit Realer Donnerstag, seit Early Access sind die nur am Malochen, am Malochen, am Malochen. Ne? 3, 5, 6, rund um die Uhr gibt es Status-Updates immer so im 3, 4, 5-Stunden-Rhythmus. So wie sie können und das ist auch in Ordnung. Und da ist nicht viel Schlaf im Moment. Und gerade in der aktuellen Situation, auch in Polen ist Corona, nicht nur bei uns, ja, ist es nicht so einfach für die Jungs. Ne? Und dafür habe ich ja einen großen Respekt, dass die sich so den Arsch aufreißen. Und deshalb drücke ich denen auch die ganz doll die Daumen, dass sie das mit dem Serverkram ja, so schnell wie möglich hinkriegen. Ne? Antifreak, einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen Sonntag. Grüß dich. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Smalltalk, ihr Lieben, und dann gucken wir gleich mal, wir gucken, spielen wir eine Runde Warzone, ja? Machen wir das erstmal gleich, so zum Einstieg, zu warm werden. Und drücken dann die Daumen, dass dann vielleicht so in dem nächsten Stündchen vielleicht Last of Aces wieder läuft. Wenn ihr mal Bock habt zum Mitspielen, immer Bescheid sagen. Es gibt nur Dreier-Teams, aber meldet euch einfach und dann machen wir da was. Ne? Ich bin ein ganz schlechter Spieler, nur zu, ne, so zur Info. Erwartet er nicht so viel. So, wir machen mal das andere Bild an. Kriegt ihr Bild? Kriegt ihr Bild? Ja, ihr kriegt Bild. Ist das nicht schön? Ihr kriegt Bild. Guckt euch das mal an. Man mag es ja kaum glauben. Ja, wir werden aber trotzdem demnächst halt mal gucken, was wir noch so haben. Ne? Also dieses sage auch Lucima, das fixt mich ja und triggert mich ja so ein bisschen. Fractured ja sowieso. Ach, wir können ja Fractured reinspielen, fällt mir gerade ein. Warum mache ich denn hier einen Shooter an?
Wir haben ja Fractured, die Alpha läuft doch, ich drösel. Da können wir ja unsere Skills weiterbauen. Dann hast du nicht gesehen, ich bin doch ein Depp. Na komm, jetzt ist egal, wir machen eine Runde. Ein, zwei Runden machen wir jetzt hier kurz mal Warzone. Und dann wechseln wir natürlich umgehend natürlich auf Fractured, Mensch. Die Alpha läuft doch, die wollen wir uns doch weiter angucken. Aber ich bin doch ein, also wirklich. Mal gucken, ob das jetzt hier das richtige Warzone ist. In der Kategorie, die ich jetzt angemacht habe. Ich sehe es nämlich nicht. Ich erkenne es gerade nicht. Aber schauen wir mal. So. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz was abchecken hier. Weil das sieht, glaube ich, nicht richtig aus gerade. Warte, du Kleiner! Hey, Karamba! Ha, ha. Hey, hey! Juhu! Ja, ja. Doch, das ist richtig. Problem gelöst. Die Simpsons streamen auf Disney Plus. Die Simpsons streamen auf Disney Plus. So, okay, dann haben wir hier alles richtig. Wie gesagt, wir machen ein, zwei Runden und dann, eine reicht eigentlich auch. Wir machen mal Blutgeld. Gucken einmal kurz bezüglich Stabilität und Dings, was der Epi geschrieben hat, wie es sich damit spielt derzeit mit dem neuen Content-Update und Patch und was sie hier gemacht haben. Und werden dann natürlich zu Fractured wechseln. Alpha 2 Phase 2 ist ja wohl logisch. Es ist natürlich so ein bisschen in Schatten geraten in den letzten Tagen durch Last of Aces, muss man ganz klar sagen. Weil in der Alpha-Phase halt noch nicht ganz so viel zu sehen ist wie in dem Early Access, ne? Steht außer Frage. Aber da werden wir trotzdem gleich reingucken. Wir brauchen noch ein paar Skills, die wir frei machen müssen. Wir können unser Haus pushen. Also da geht einiges noch. Und ja, das machen wir auch gleich. Das gönnen wir uns auch gleich. Das ist so völlig abhanden gekommen. Und dann drücken wir uns die Daumen, dass wir heute noch ein bisschen Last of Elves zocken können. Also nicht nur ich, sondern auch ihr, für die, die Bock drauf haben auf das Game, die bei uns schon warten, dass sie zocken können, mit uns zocken können, damit wir halt eben bis zur Beta-Phase von New World, wo wir auch natürlich auch streamen werden, halt eben noch was zu spielen haben, so ein bisschen zum Zeitverschwenden und natürlich halt eben auch ein bisschen Spaß generieren können, bietet sich das an natürlich, ne? Nichtsdestotrotz, es gibt ja so viele Spiele. Also eigentlich dürftet ihr keine Langeweile haben. Ne? Also wer zockt und Zocker ist und neben PC und Spielkonsolen, es gibt so viele Games im Moment, wo ihr euch austoben könnt und eure Zeit sinnvoll investieren könnt, beziehungsweise auch verbrennen könnt. Ist der Wahnsinn. So, also bei mir leckt es bisher nicht. Ich war, spring rein. Der Feind nähert sich. So, den einen haben wir. So, also eine Runde reicht, dann geht's auf zu Fractured. Und dann gucken wir mal, dass wir da ein paar Monster-Möpse und sowas kaputt machen. Noch ein paar Skills uns freischalten und aktivieren und dann noch ein bisschen kräftig machen. Und dann drücken wir, wie gesagt, uns ganz, ganz toll die Daumen für Last Oasis. Ne, der letzte Start, das war heute Morgen, ganz früh. Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Lernen wir hier, dann haben wir einen Vorteil. Wünsch mir Glück. Da gehen wir dann raus, da gehen wir raus. So.
Wir schauen mal, was wir gleich erreichen. Da wollte ich hinter der Mauer hier landen, um sie wieder zu holen. Hat aber nicht geklappt. Das hat ja schon mal nicht gut angefangen. Das hat überhaupt nicht gut angefangen. Ich hätte oben auf dem Haus bleiben sollen. Und wäre schlauer gewesen. Was mir noch so fehlt, ist, wenn man liegt, dass man da noch eine Pistole ziehen kann oder so, weißt du? Im Liegen noch so ein bisschen. Ne? Was war das? Also guckt euch das an. Das ist jetzt das zweite Mal, wie man spawnt, landet und ist schon kaputt. Also heute haben wir aber kein Glück, oder? Also so viel Pech kann man ja echt nicht haben, ey. Jetzt gehe ich ein bisschen außerhalb. Mann. Also sowas will... Benny der Bär, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. In unserer kurzen Runde hier für Warzone. Kleinen, gemütlichen Runde, nichts Dramatisches. So. So, ich höre dich. Ich höre dich, Kiste. Du wirst wahrscheinlich oben sein, ne? Na, nee. Hier ist er. So, gucken wir mal. Im Beutegeld ist das mit dem du spawnst und dingst ziemlich häufig so, aber du spielst am besten nicht random. Wenn du random spielst, das macht keinen Spaß. Also überhaupt gar keinen Spaß. Du musst im Team sein. Gehst ein bisschen außerhalb, spielst dich dann zusammen hoch. Das macht richtig Laune in Gruppe. In einem fertigen Team kann ich nur so sagen. Also ich bin kein Shooter-Spieler, ja. Und ich habe hier richtig viel Spaß in dem Battle Royale und auch in dem Beutelmodus hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Battle Royale gefällt mir persönlich noch ein bisschen besser als der Beutelmodus. Aber viele, die sonst halt nur BR gespielt haben, feiern halt diesen Beutegeldmodus, weil es halt eben mal komplett was anderes ist, so, ne? Vom Doing. Landezonen markiert. Extraktion in Bereitschaft. Schade. Ich bin unterwegs. Können wir den treffen? Nee, ne? Den treffen wir nicht, oder? Naja, hätten wir vielleicht doch gekonnt. Die nehmen wir. Was ist das? Hier ist schon gelootet worden, deshalb versuche halt zu den anderen zu kommen. Ich habe in den Team-Session hier noch nicht wirklich viel erreicht, leider. Stille, sehr interessant. Das hier ist schön, das wollen wir auch gleich benutzen. Wir sind voll, okay. Hier ist ein Gegner. Gehe hier rüber. Feind gesichtet. Feind
Der Feind nähert sich. Feind in der Nähe. Okay, weiter vorrücken. Okay, die heben mich nicht auf. Das ist natürlich schlecht. Rücke vor. Hab gerade Hilfe rufen können. Hilfe rufen geht aber irgendwie nicht. Ich habe auch kein Selbstbelebungskit gerade. So. Nein, es kommt keiner. Schade eigentlich. Das ist sehr schade, dass dann halt eben das mit dem Random halt nicht klappt, ne? Benny, auf jeden Fall. Also, wir spielen, haben es da auch runtergeladen durch die Standalone-Version. Das ist halt eben auch kostenlos. Oh. Wir haben einen Crash. Oder? Was ist passiert? Hallo Spiel. Wir warten ganz kurz, ob er sich wieder rappelt. Nein. Wir haben einen Crash. Wunderbar. Wir wollten eigentlich eine Runde spielen und dann auf Fractured wechseln. Das hat sich dann jetzt wohl gerade. Wisst ihr, was ich halt eben so besonders finde? Das da ist ein Spiel von einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, ja? Activision, Blizzard, ne? Riesig großer Unternehmensbereich. Und die bringen halt ein Spiel auf, Dings, wo es Patch-Probleme, Netzwerkprobleme gibt, ja? Und dann halt auch Game-Crashes. Und bei den kleinen Indie-Entwicklern und Co. mit den 15-20-Mann-Teams wird sich dann bei Early Accesses und Co. so tierisch drüber aufgeregt, was das für ein Rotz und für ein Scheiß alles ist. Wie kann man sowas machen? Ja, und die haben nicht mal ansatzweise 10 Millionen Dollar, sage ich mal, in ihrer Portokasse. Ne? Also das ist dann immer wieder beeindruckend, ne? Wie die Wahrnehmung der Leute und der Spieler und der Konsumenten teilweise ist. Aber egal, wir loggen nochmal ein. Einmal loggen wir noch ein und dann gehen wir auf Fracture drüber, ihr Lieben. Weil ich wollte jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen. Oh nein, warte mal. Das Game hat komplett gecrashed. Der zerlegt ja gleich den ganzen Client. Du darfst gerne mitspielen, Twitchy, ist überhaupt kein Problem. Aber er hat mir den ganzen Client gerade zerlegt. Das wird jetzt sowieso nichts. So, warte mal. Aber einen wollen wir noch machen. Ich will noch einen machen. Warte mal. Ich muss mal gucken. Lass mich mal kurz eben gucken, ob er sich da wieder rappelt, ob ich ihn so hier eben schnell gefixt kriege, dass er wieder startet. Oh, jetzt gibt es einen Connection Error und den. Also die scheinen da wirklich teilweise etwas andere Probleme zu haben. Kann das sein? Also mit dem Battle.net allgemein, mit den Connection Issues, das ist irgendwie nicht so schön irgendwie. Was haben sie da gestern, vorgestern? Haben sie die Probleme? Also irgendwas haben sie sich in ihrem Netzwerk eingefangen. Was dafür sorgt, was nicht so schön rund läuft. Na gut, dann spielen wir halt keine Runde Warzone. Dann gehen wir gleich auf Fractured. Tut mir leid. Ich habe gedacht, ihr könnt euch noch ein bisschen amüsieren, dass ich halt eben so wahnsinnig schlecht bin. Aber es macht nichts. Wir wechseln einfach zu unserem MMORPG Fractured. Ja, Fractured Online. Ultima Online Nachfolger kann man sagen. Es ist 1:1 so vom Style, vom ganzen Drumherum, von den Versionen wie Ultima Online. Ist aber erst eine Alpha-Phase. Alpha 2, Phase 2. Das heißt, es ist noch nicht wirklich sehr viel zu sehen, sondern nur von den Grundmechaniken. Die zeige ich euch gleich nochmal wieder. Bringe ich euch noch ein bisschen näher. Wir smalltalken ein bisschen drüber. Aber das will ich euch nicht vorenthalten, damit ihr ein bisschen was für die Augen und für die Ohren habt. Und dann gucken wir mal, ob wir demnächst eventuell auch Saga of Lucemia uns gönnen und mit reingucken. Da ist ja der
Der Torben ist da ja schon ganz fest hinter als Alternative zu Chronicles of Elira. Und ein bisschen reingeguckt und so ein bisschen Auge drauf habe ich ja auch schon. Schauen wir mal. Aber keine Sorge, wir haben es demnächst mit dem großen Content-Update zu Crowfall Online. Ja, da haben wir demnächst so viele Möglichkeiten und so viel Spaß und Freude. Das Update steht mehr oder weniger schon in den Startlöchern. Da geht's bald richtig zur Sache, lieben Leute. Soundtrack, ich finde den Soundtrack ja geil. Ne? Kann man ja sagen, was man halt, also ich finde den Soundtrack ja richtig, richtig geil. Also unsere Timings hier, unsere Zeitverzögerung ist ja enorm heute, oder? Alter, Walter. Da muss ich demnächst mal wieder nachregulieren. Wir haben ja hier, was haben wir denn? Das sind ja fast 20 Sekunden. Das ist ja unglaublich. Das ist ja echt heftig, Leute. Da müssen wir demnächst auch mal ein bisschen drauf achten. Der sollte ja nicht so ewig lange drauf warten, bis ich euch was erzähle und dann, bis ihr Antworten, Rückmeldung geben könnt. Da geht ja gar nicht. Fleisch, hau rein, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir noch. Alter, wir haben hier fast eine Minute Verzögerung. Was ist denn das? Holy shit. Ihr habt von meinem Gameplay zu euch fast eine Minute Verzögerung, ihr Lieben. Da müssen wir gleich mal kurz einen Restart machen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja fürcht. Was ist denn das? So, ihr Lieben, ich mache mal ganz kurz eine Stream-Unterbrechung. Eine ganz kurze kleine Unterbrechung, um halt eben diese Connection ist, wie es so ist. Wir sind gleich wieder da, ja? Wir machen kurz einen Restart. Das ist ja eine Minute. Geht ja gar nicht. Bleibt dran, ich bin gleich wieder da.